Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über proaktive Kundenbetreuung sprechen. Was das genau ist, was es dir im Betrieb bringt, werden wir uns wie gesagt mal anschauen. Viel Spaß schon mal bei dem Video. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zu dem Video und zwar werden wir heute über das Thema proaktive Kundenbetreuung sprechen. Mein Name ist Nico Becker, wir kennen uns schon aus einem der letzten Videos und ja, ich bin hier verantwortlich für das Thema Kundenbetreuung, das heißt, ich überlege mir sozusagen ganz, ganz oft den Tag über, wie können wir unsere Kunden jetzt noch zufriedener machen, was kann man noch tun, damit Kundenwünsche einfach schneller erledigt werden. Und ein Prinzip, was dort immer wieder für uns sozusagen Gold wert ist, ist diese proaktive Kundenkommunikation oder Kundenbetreuung. Was heißt das jetzt oder was steckt genau dahinter? Also ganz oft ist es ja so, und ich glaube, so ist Kundenbetreuung auch irgendwann mal entstanden, Kunde hat eine Frage, wendet sich an das Unternehmen und ja, letzten Endes wird die Frage dann beantwortet von irgendeiner Person, die fähig ist, sie zu beantworten. Das ist das, wie Kundenbetreuung irgendwann mal entstanden ist und das ist auch das, wie es die letzten Jahre betrieben wurde und leider Gottes immer noch irgendwo betrieben wird. So. Jetzt ist es so, dass man natürlich in einem Wettbewerb ist irgendwo und Kundenbetreuung auch eine Möglichkeit ist, sich vom Wettbewerb abzusetzen. Das heißt, viele sprechen jetzt nicht mehr von der Kundenbetreuung, sondern sie sprechen wirklich von einem Kundenservice. Man bietet dem Kunden, nachdem er gekauft hat, einen Service an. So. Und darunter fällt letzten Endes proaktive Kundenbetreuung auch. Das heißt, man könnte auch einfach sagen Kundenservice. So. Proaktiv heißt in dem Falle, wie du dir denken kannst, dass ich den Schritt auf den Kunden zu mache. Ja, das heißt, wenn ich jetzt die Situation habe, wie ich sie gerade beschrieben habe, Kunde hat eine Frage, Kunde kommt zu mir, ich beantworte die Frage. Dann mache ich das einmal. Dann mache ich das 10-mal und dann mache ich das 100-mal und dann erkenne ich irgendwann ein Muster. Das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt 100-mal das gleiche Terrassendach verkauft habe und ich habe da 50-mal nach 2 Wochen dieselbe Frage bekommen, dann weiß ich, dass ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% diese Frage von meinem nächsten Kunden auch bekommen werde. So. Das ist letzten Endes schon mal so ein Grundgedanke, den ich hier mitgeben möchte. Das heißt, Kundenbetreuung auf einem gewissen Faktor, auf einem gewissen Level einfach, wiederholt sich irgendwann, weil es halt einfach immer dieselben Produkte sind, weil es auch irgendwo meistens die gleichen Kunden sind und daraus resultieren die gleichen Fragen. Ganz einfach. Ich denke, das kannst du für dich und deinen Betrieb auf jeden Fall schon mal gut ummünzen. Wenn man sich da mal wirklich Gedanken zu macht, dann gibt es vielleicht 20 oder 30 Fragen, die immer in einer anderen Version irgendwo gestellt werden und du kannst auch ungefähr einschätzen, wann diese Fragen wahrscheinlich kommen. So, Ausnahmesituation jetzt mal außen vor, aber ich denke, das ist klar. Jetzt kommen wir zu der proaktiven Kundenbetreuung und wir versuchen diese Sachen, diese Themen, versuchen wir proaktiv vorwegzunehmen. Wie machen wir das Ganze jetzt? Bei uns zum Beispiel ist es so, wenn jetzt meinetwegen eine Kampagne mal gesperrt wird, aus irgendeinem Grund Facebook halt irgendwelche Werberichtlinien sozusagen erneuert und eine Kampagne wird gesperrt, dann bekommen wir das mit. Der Kunde bekommt es logischerweise auch irgendwann mit. Und bevor der Kunde jetzt sagt, oh okay, meine Kampagne ist irgendwie kaputt, ich habe hier eine Nachricht bekommen von Facebook, ich muss mich mal an die A&M wenden, rufen wir im besten Fall an und thematisieren das gleich mal in einem der nächsten Gespräche. So, dann kommt das Thema gar nicht auf. Der Kunde hat das Gefühl, in guten Händen zu sein, was auch ein Thema ist, was wir uns gleich nochmal anschauen. Und das Thema ist direkt vom Tisch. Ja, proaktiv haben wir das Problem gelöst, weil wir wussten, okay, es wird auftreten, sehr wahrscheinlich zumindest. Und wir wussten, was wir dagegen tun. Das heißt, es spricht nichts dagegen, dem Kunden das auch schon mal vorher mitzuteilen. Was ich gerade kurz erwähnt habe, der Kunde fühlt sich dann gut aufgehoben. Es ist für den Kunden enorm befriedigend, wenn man eben das Gefühl hat, man ist in Sicherheit. Ja, es kann einem nichts passieren, in Anführungsstrichen. Und das ist ja immer so ein bisschen, man legt halt einen riesen Betrag letzten Endes auf den Tisch. Und da hat man immer so, manchmal hat man noch so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit. Und wenn es dann eine Sache gibt, die nicht funktioniert, dann hat man gleich die Bestätigung für seine kleine Unsicherheit. Das ist halt nur mal so bei so einem Verkauf. Und wenn du schaffst, diese kleinen Unsicherheiten vorwegzunehmen, also wenn du weißt, okay, sie existieren und du sagst, hey, Herr Kunde, wir haben jetzt hier Problem XYZ, aber ich sage Ihnen gleich, das ist nichts Schlimmes, das ist mehr oder weniger Standard, passiert immer wieder und wir haben schon eine Lösung dafür parat, ist das wunderbar, fühlt sich der Kunde wunderbar aufgehoben. Wie gesagt, auch wieder bei uns zum Beispiel, die Mails, die Facebook da rausschickt, die sehen relativ bedrohlich aus, da steht dann in Rot drauf, dein Werbekonto wurde gesperrt und das sieht immer so aus, als könnte man die nie wieder frei bekommen. Parallel bekommst du von uns einen Anruf, wo dann drin steht, hey, wir haben gerade gesehen, der Werbekonto wurde gesperrt. Keine Sorge, das kommt einmal ungefähr jedes Mal vor, wenn eine Kampagne veröffentlicht wird. Wir wissen direkt, was wir dagegen tun müssen. Wir sind schon mit Facebook in Kontakt. Du musst dich um nichts kümmern. So. Das ist proaktive Kundenbetreuung, die beim Kunden wirklich was auslöst, weil du hast letzten Endes die gleiche Situation, aber du hast einen völlig unterschiedlichen Kunden, wie du ihn zurücklässt, nur weil du anders mit der Situation umgegangen bist. Und das ist ja letzten Endes die Kraft, die auch in der Kundenbetreuung steckt, wenn man so möchte.
Proaktive Kundenbetreuung, was könnte das jetzt für dich bedeuten? Also ich habe das Beispiel schon ein, zwei Mal angebracht hier auf dem Kanal. Lieferzeiten verzögern sich immer wieder. Das musst du letzten Endes an den Kunden weitergeben. Das geht ja nicht anders. Du kannst jetzt meinetwegen die Materialien nicht aus dem Lager zaubern. Das heißt, hier ist es so, wenn du die Information bekommst, gib gleich weiter an den Kunden. Hey, Herr Kunde, ich weiß, wir haben jetzt Lieferdatum XYZ ausgemacht. Das Ganze wird eine Woche später. Gar kein Problem. Wir haben schon mal die Möglichkeit, was anderes vielleicht zu machen. Also je nachdem, was das für Materialien sind, die da fehlen, würde ich dann versuchen, vielleicht eine andere Arbeit vorzuziehen, wenn das irgendwie geht. Auf jeden Fall gib dem Kunden Bescheid, sag ihm Bescheid, dass es kein Problem ist und ja, lass es ihn nicht selber rausfinden, ganz einfach gesagt. Das Gleiche mit Zulieferern, wenn du vielleicht in irgendeiner Form mit Supplern zusammenarbeitest und die ja, können jetzt heute nicht auf die Baustelle oder sowas, das muss der Kunde sofort erfahren und er muss auch sofort von dir immer eine Lösung bekommen. Also proaktive Kundenbetreuung bedeutet, du nimmst quasi ein Problem vorweg, indem du schon eine Lösung in der Hinterhand hast und die musst du dir natürlich vorher überlegen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Genau. Wir müssen aber nicht immer lösungsorientiert sozusagen denken oder problemorientiert ist es ja in erster Linie, sondern du kannst proaktive Kundenbetreuung, also das proaktive Angehen von Kunden auch für alles andere verwenden. Ja, wenn du jetzt einen Kunden hast, der ist top zufrieden und es gibt da eigentlich nichts oder gar keine Probleme, die du lösen musst, dann könnte man ja sagen, hey, wunderbar, so soll es sein. Aber dann kannst du die Situation nutzen, um noch ein bisschen mehr aus dem Kunden rauszuholen. Ruf ihn an, versuch eine Google-Bewertung rauszuholen. Ist eine Sache, die unsere Partner jetzt langsam anfangen auch umzusetzen, nachdem wir das wirklich über Jahre schon gepredigt haben. Aber versuche im Thema Google-Bewertung einfach stärker zu werden. Egal, ob du Personal suchst, egal, ob du Neukunden suchst, das wird dir dabei helfen, einfach gesagt. Und versuche Empfehlungen rauszuholen. Versuch bei zufriedenen Kunden Empfehlungen rauszuholen. Du wirst dich wundern, wie viele Leute wirklich eine Empfehlung für dich in der Hinterhand haben, aber die würden das nie sagen, wenn du dich danach fragst. Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Viele Leute empfehlen, aber nur, wenn man einmal danach fragt. Und deshalb auch hier, geh proaktiv auf die Kunden zu, mit denen du ja, gut zurechtgekommen, die zufrieden sind und hol so eine Bewertung für dich raus oder eine Empfehlung in dem Fall. Da wirst du ganz, ganz viel von haben. Und ich bin mir sicher, du wirst noch einige andere Beispiele für das Thema proaktive Kundenbetreuung bei dir im Betrieb haben. Wenn du mal wissen möchtest, wie man das Ganze aufsetzen könnte für dich, dann schreib uns gerne Mail oder besuch unsere Homepage, schreib uns hier einen Kommentar auf diesem YouTube-Video. Wir werden darauf eingehen, wir können uns auch mal telefonisch gerne in Verbindung setzen. Natürlich sag einfach Bescheid, melde dich. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich viel Spaß bei den weiteren Videos. Und dann würde ich erstmal sagen, bis dahin.